Tavernengeschichten. Gefangen im Labyrinth der Trauer. Kapitel 1. Der Katastrophenplan. Die Morgensonne kroch zaghaft über den Horizont, während der dunkle Schleier der vergangenen Nacht noch über der Gruppe hing. Ein eisiger Wind fegte durch die Luft und das Knistern der flackernden Lagerfeuer hallte in den geschockten Gesichtern wider. Die Härte der Realität traf uns wie ein peitschender Sturm, als wir den Trümmerhaufen unseres sorgfältig ausgearbeiteten Plans betrachteten. Der Turm, einst unser ersehntes Ziel, hatte sich in einen Albtraum verwandelt. Der Boden vor dem massiven Gemäuer war blutgetränkt und das leise Stöhnen der Überlebenden durchdrang die Luft. Vier Menschen, die gestern noch mit uns in den Tag gestartet waren, hatten ihr Leben verloren. Die Fesseln des Schicksals hatten sich in einem tödlichen Tanz um ihre Seelen geschlungen. Merlin, der undurchsichtige Zauberer, schien mühelos jeder Konfrontation zu trotzen. Der Marquis, einst ein potenzieller Verbündeter, wandte sich gegen uns, gewarnt von dunklen Mächten, die unsere Pläne durchkreuzten. Quinn, unser langjähriger Vertrauter, wurde von düsteren Visionen heimgesucht und die eisige Bedrohung des Erzmagiers trieb uns in den Schatten der Verborgenheit. Inmitten des Chaos versuchten wir verzweifelt, unsere Warnungen zu verbreiten. Gespräche mit den Wachen und dem besorgten Markgrafen Kürbelfeld verhallten ungehört. Die Welt schien sich gegen uns verschworen zu haben und unsere Versuche, die drohende Gefahr abzuwenden, wurden von unsichtbaren Mächten vereitelt. Die Stimmung war düster, als wir uns in Begleitung von Karu und dem jungen Carlins auf den Weg zu Quinn machten. Die Luft war voller Spannung und Hilflosigkeit. In dieser unwirklichen Welt hatte sich etwas in mir verändert. Quinns Berührung hatte eine magische Spur in mir hinterlassen. Die einst geordnete Stimmung war einem neutralen Gefühl gewichen, als hätte sich ein unsichtbarer Schleier über meine Seele gelegt. Stress und Wut wirbelten in meinem Kopf wie ungestüme Sturmwinde. Die Trauer über die Verluste und die Ungewissheit über die Zukunft lasteten schwer auf meinen Schultern. Der einst perfekte Plan hatte sich in ein Desaster verwandelt und die Frustration darüber nagte an unserer Entschlossenheit. In diesem Strudel der Gefühle fanden wir uns in der trüben Morgenstimmung wieder, als die Sonne sich langsam ihren Weg über den Himmel bahnte und ihre blassen Strahlen auf eine Welt warf, die nicht mehr so war, wie wir sie gekannt hatten. Kapitel 2 – Das böse Erwachen. Die Erinnerung an bessere Zeiten durchzog meine Gedanken wie ein schützender Nebel, der sich langsam lichtete. Götz von Berdichingen, der allseits geachtete und edle Geselle, war nicht mehr. Die traute Runde am Tisch schien unvollständig, als der Gedanke an Götz' Lachen und seine warme Gegenwart durch den Raum schwebte. Die Zeit verlor sich in meinen Gedanken, als ich versuchte, die vergangenen Augenblicke zu begreifen. Die Wolke, die ich einst war, verblasste vor dem ernüchternden Bild von Götz' Tod. Ein Gefühl der Leere überkam mich, als ich mich an den Moment erinnerte, in dem ich mich in seinem Helm verstecken durfte. Eine kindliche Freude hatte mich ergriffen, als der Wolkenzauber mich sicher zu seinen Füßen absetzte. Aber diese Erinnerung verblasste jetzt vor der schmerzlichen Realität seiner Abwesenheit. Die Komik, die diesem Augenblick innewohnte, wurde von der schweren Melancholie überdeckt. Die Nacktheit vor Götz, die einst ein Lachen hervorgerufen hatte, fand keinen Platz mehr in meiner Seele. Der Verlust war zu frisch, als dass die Erinnerung an die frühere Heiterkeit ihn hätte überdecken können. Der Tag verging in einem Nebel von Gefühlen und die Welt um mich herum schien wie in einen grauen Schleier gehüllt. Es gab keine Möglichkeit, etwas Nützliches zu tun. Selbst eine Fernkampfwaffe, die mir sonst treu zur Seite stand, war in diesen dunklen Stunden verschwunden. Der einst so gut durchdachte Plan war zur Farce geworden. Die Frustration über unser gescheitertes Vorhaben nagte an mir. Wie konnte etwas so sorgfältig Geplantes so schief gehen? Die Frage pulsierte in meinem Kopf, begleitet von der schmerzlichen Leere, die Götz Tod hinterlassen hatte. Die Gruppe versuchte, sich zu sammeln, doch die Trauer hing wie ein schwerer Vorhang über uns. Die Welt hatte ihre Farben verloren, die Zukunft schien ungewiss und bedrohlich. Götz, der einstige Anker in diesen unsicheren Zeiten, war fort und die Welt schien aus den Fugen geraten zu sein. In dieser dunklen Zeit spürte ich das dringende Bedürfnis, einen Weg zu finden, mit diesem Verlust umzugehen. Doch die Trauer hing wie ein unsichtbarer Schatten an mir. Und die Suche nach Antworten fühlte sich an wie ein mühsamer Weg durch ein undurchdringliches Dickicht. Der Tag neigte sich dem Ende zu und die Nacht brach herein. Die Sterne funkelten kalt und unberührt am Himmel,
als spiegelten sie die Gleichgültigkeit des Universums gegenüber unseren menschlichen Tragödien wider. Ein tiefer Seufzer entfuhr mir, als ich in Gedanken versank und versuchte, einen Weg aus der Dunkelheit zu finden. Kapitel 3: Flucht in die Finsternis. Die Dunkelheit umhüllte mich wie ein undurchdringlicher Schleier, als ich mich in die Nacht begab, um den Schatten der drohenden Gefahr zu entkommen. Der Druck des Versagens lastete schwer auf meinen Schultern und die Eile trieb mich vorwärts. Schnelle Schritte hallten auf den steinigen Wegen wider, als ich mich daran machte, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Proviant einkaufen, Sachen packen, alles geschah wie von selbst, während der Gedanke an Götz, den verlorenen Gefährten, wie ein ständiger Begleiter in meinem Nacken saß. Die Straßen der Stadt wirkten verlassen, als läge der Schatten unseres gescheiterten Plans über allem. Ein Gefühl der Dringlichkeit trieb mich voran, als würde die Zeit selbst mich antreiben. Jeder Schritt war durchdrungen von der Angst vor dem Erzmagier, der uns mit seinem tödlichen Zorn verfolgte. Die Welt um mich herum verschwamm in einem Nebel der Ungewissheit, während ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Verlust von Götz klang in jedem Schritt, in jedem Atemzug mit, als wäre die Luft selbst von seiner Abwesenheit durchdrungen. Die Straßen, einst vertraut, glichen nun einem Labyrinth, dessen Ausgang in den Schatten verborgen lag. Meine Gedanken rasten, als ich darüber nachdachte, wie es so weit kommen konnte. Der einst so gut durchdachte Plan schien nur noch eine vage Erinnerung an vergangene Zeiten zu sein. Die Frustration über unser Scheitern nagte an mir, während ich mich durch die dunklen Gassen bewegte. Die Nacht war hereingebrochen und der Himmel über mir funkelte mit unzähligen Sternen. Doch selbst ihr sanftes Licht konnte die Dunkelheit in mir nicht vertreiben. Ich spürte das dringende Bedürfnis, mich zu verbergen, mich vor den Augen des Erzmagiers zu schützen. Sandra und Shadow sollten meine Zuflucht sein, mein rettender Hafen in diesem Sturm der Ungewissheit. Der Weg zu Sandra und Shadow führte über dunkle Pfade, durch verlassene Straßen und düstere Gassen. Die Dunkelheit schien lebendig zu sein, voller verborgener Gefahren und ungewisser Schicksale. Doch meine Angst trieb mich weiter, Schritt für Schritt, durch diese undurchsichtige Nacht. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz wurde zu einem brennenden Verlangen, je näher ich dem Versteck kam. Jeder Winkel schien ein mögliches Versteck vor den Augen des Erzmagiers zu sein, jeder Schatten ein möglicher Unterschlupf. Die Stille der Nacht wurde nur vom gedämpften Hufschlag meines Pferdes und dem Rascheln der Blätter durchbrochen. Die Ankunft bei Sandra und Shadow versprach eine vorübergehende Zuflucht vor der bedrohlichen Welt da draußen. Das Klopfen meines Herzens dröhnte in meinen Ohren, als ich mich anschickte, in den Schutz der Dunkelheit zu treten. Die Ungewissheit der Zukunft lastete schwer auf mir, aber der Gedanke an einen vorübergehenden Rückzug ließ wenigstens einen Hauch von Hoffnung aufkeimen. Die Tür öffnete sich und die warme Umarmung der Dunkelheit empfing mich. Der Raum, gefüllt mit Schatten und dem gedämpften Atem von Sandra und Shadow, versprach vorübergehende Geborgenheit. Doch selbst hier, in der scheinbaren Ruhe, spürte ich die Spannung, die unsere Gruppe erfasst hatte. Die Nacht rückte näher und ich setzte mich in die Dunkelheit, um nachzudenken, zu planen und vielleicht sogar zu träumen. Die Welt da draußen mochte unsicher sein, aber hier, in dieser vorübergehenden Zuflucht, konnte ich wenigstens einen Moment der Ruhe finden.